Minen. Wo ist das? Okay, wir haben etwas Neues. Ich glaube, wir sollten das gar nicht hier kriegen, oder? Das kann ich mir nicht vorstellen, dass wir das genau hier kriegen sollten. Das glaube ich nicht. Das glaube ich echt nicht. Okay. Question again. Where to go? Da ist was. Ich müsste vielleicht wieder an Anfang zurück. Bloß, ich weiß noch nicht mal, wo der Anfang ist. Ich komme ja immer wieder irgendwo in... nirgendwo raus. Ist das hier unten? Wenn ich jetzt einen Kompass hätte, wäre alles viel einfacher. Da könnt ihr einfach auf die Karte gucken. Aha, ich stehe da und dann gehe ich weiter. Du. Nein, Moment. Nein, nichts anvisieren. Na wie? Okay, hier ist oben. Das heißt, in die Richtung ist unten. Meine Logik versteht sicher gerade kein Mensch. Oh, noch eine verschlossene Tür? Okay. Ach ja, ich habe noch keinen Schlüssel. Ja, das ist ein Nachteil. Ja, das ist ein großer Nachteil. Die Wand sieht überhaupt nicht verdächtig aus. Gucken. Oh nein, die ist überhaupt nicht verdächtig. Ist das der Anfang? Nein, hier komme ich mal raus. Vielleicht komme ich mal am Anfang raus. Ja, hier kam ich sonst immer raus. Ist da... was ist da unten? Autsch. Okay, hier ist ein Loch, da gehe ich mal rein. Ich glaube, hier war ich noch nicht. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Mal gucken. Ja, okay, sehe ich auch so. Übermächtige Skulptur des Todes. Uff, so. Eine Tür, oh mein Gott. Ja, ich bin dann beim Boss. Boss. Wie war das? Man muss... oder so. Let me go. Dies ist der Boss. Ganz ehrlich. Es ist hässlich, es ist dämlich, es ist irgendwas, was ich nicht beschreiben kann. Auf jeden Fall irgendwie Sprungattack und dann... ah, ja. Immer wenn er seinen Kopf unten hat. Genau, so. Bitte nach unten. Das macht mir echt Angst, gerade das Teil hier. So, die halten einen nur fest, die... machen aber keinen Schaden, anscheinend. Oder so. Bitte. Jetzt kannst du mich auch loslassen. Danke. Pack mich nicht am Kragen. Ich glaube, man muss sich bloß packen lassen, wegen's. Oder kann man auch einfach... So. Ja, okay, gut, okay. Okay, gut, das war knapp. Nein. Oh, toll, ich kann sie schlagen, die Teile. Das hätte mir mal einer sagen können. Okay, das Teil ist Metall, mindestens. Sieht aus wie irgendwas Schlapperndes. Wow, das war knapp. Taste my supergeile Schwertattack. Wow, es kommt mir zu nah, es kommt mir zu nah. Ich hätte vielleicht... weg hier. Okay, Glück gehabt. Ja, die Teile nerven sehr. Allerdings kein gefährlicher Boss.
weder ich noch er kriegen Schaden. Soll jetzt auch nicht so sein, aber irgendwie wird er nervig. So, jetzt ist die Kamera in die Wand reingeglitscht. So. Würdest du bitte deinen Kopf runter machen, dann könnte ich dich auch schlagen. Perfekt. Ach ja, jetzt muss man wieder weg hier. Kann man die auch vielleicht? Nö, kann man nicht. Okay, okay, ich drehe eigentlich immer meinen Analogstick und drücke immer B-A-A-B-B-A-A-B-B-A-A-B-B-A. Und dann irgendwann lassen sie mich los. Machen ja sowieso keinen Schaden. Jetzt darf ich bloß nicht zu nah an diese Teile rankommen. Okay, geschafft. Ja, toll. Schwerer Boss und so. Ihm ist eine Flasche aufgegangen. What's in there? Es ist... Ich guck mal nach. Ich höre mich an wie ein 10-Jähriger. Auge der Wahrheit, platziere es auf C und sieh mit C hindurch. Du wirst viele Geheimnisse lüften. Setzt du es ein, kostet es magisch. Nein, what the fuck? Mit C kannst du es auch wieder deaktivieren. Fuck. Magische Energie kostet das also. Ja, okay, ja, okay, okay, ja, ja, okay. Bams, bams, bams. Look who's a real pro. Okay, das bedeutet, mit dem Auge der Wahrheit können wir so einiges entdecken. Wo ist das scheiß Auge? Interessant, es verbraucht magische Energie, aber es verbraucht so fucking wenig, das kriegt man nach jeder zweiten Vase wieder. Also irgendwie. Oh, da ist noch ein. Da kann man sich noch einen Schlüssel abholen, oder was? Okay. Gerne, gerne. Öffnen, öffnen. Nein, ein paar Bomben. Okay, gut. Aber wir haben das Hauptziel erreicht und von daher dachte ich mir so. Können wir auch schon wieder hier raus. Genau, da geht's raus. Okay, warum habe ich eigentlich den Gang nicht vorher gesehen? Frage ich mich eigentlich, weil. Den hätte ich eigentlich vorher sehen müssen. Der war direkt vor meiner Nase, ich hab bloß nicht da runtergegangen. War ein Scheiß. Interessant, hier ist nix. Gut, wir können endlich wieder aus dem schrecklichen, bescheidenen Dungeon etwas hier rausgehen. Also Dungeon war es nicht, es war ein Mini-Dungeon, aber weit komplexer auf jeden Fall als... Okay. Weit komplexer als irgendwie die Eishöhle. Ne, die Eishöhle war ein Mini-Dungeon, oder was heißt Mini-Dungeon? Es war ein Labyrinth. So, damit hätten wir auch das Auge der Wahrheit. Übrigens wusste ich, es ist optional. Das wollte ich nur gerade nicht, das war. Ich wollte eigentlich die Ocarina haben. Worüber das lang geht? Also ehrlich, wollt ihr mich verarschen, dass. Okay. Genau so war das. Lalalala. Ja. So, Zitadelle der Zeit. Oh Gott. Ich habe mal wieder ein Deutschkenntnisse von 0,001% pro Millen. In etwas. Ach ja. Heute noch ein bisschen Lateinhausaufgaben gemacht. Ja, ich mag Latein, weil ich eigentlich überwiegend gute Noten da drin schreibe. Zwei ist immer drin. Ja, alle Fächer, die ich irgendwie kann. Was war das? War gerade die... Egal. Übrigens kann man hier... Kann es sein, dass man hier alle verdammten
Merkmale auch sehen kann. Man sieht hier Feuer, Wind. Der erste Tempel sollte eigentlich ein Windtempel sein. Schneeflocke für Eistempel. Ich habe keine Ahnung. Und doch, das ist doch das Symbol für einen Geist. Ah ja, es gibt noch einen Geistertempel. Den soll man eigentlich zuerst machen, aber man kann auch den Schattentempel zuerst machen. Das soll anscheinend das Symbol für Schatten sein. Was auch immer das ist. Mal durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, genau. Also doch. Ja, 6. 6 Weise. Ja. Ich dachte, es wären 7, aber nee. Was nicht. Genau, 2, 2, 6. Ja, toll. 2, 2, 6. 2 und 2 macht 6. Ja. Perfekt, perfekt. Scheiße, wie war das? Genau, so war das. Zum Friedhof, natürlich. Sehr schön, jetzt können wir auch endlich hier rein. Ich glaube, die Statue wird uns, hier diese Steinstatue wird uns wahrscheinlich sagen wollen, ohne den Spiegel irgendwas wirst du in die Welt kommen. Auge der Wahrheit, genau. Spiegel irgendwas. Lass mich raten, ich sehe, welche Fackel ich anzünden muss. Nein, sehe ich nicht. Ihr könnt nicht von mir erwarten, dass ich jetzt alle anzünde. Wenn ich einfach nur rein will. Ich habe jetzt alles im Überblick, oder? Man kann eigentlich gar nicht alle anzünden, von daher wäre das... Sieht komisch aus, ist es aber nicht. Ich kapitsche überhaupt nichts. Nöp. Muss ich das vielleicht hier drauf verwenden? Nö. Noch nicht gerade die Lösung. Moment, das ist doch so ein... Vielleicht... Nur vielleicht, ehrlich, nur vielleicht. Bam. Nö, natürlich nicht. Aber mal gucken. Was geht's denn sonst noch so? Zip. Bidip, bidip. Bam. Nö, nix. X-Blix, nix. Hilfe, ich will doch nur hier rein. Verdammt. Ich will durch dieses viel zu fette Tor. Wie auch immer Impa das aufgekriegt hat. Aquina? Nein. So, ich stelle mich hier vor. Ocarina? Nein. Ich stelle mich so 2 Meter davor. Nein. Schilke, ich brauche deine Hilfe. Ansonsten kann ich hier nichts bewerkstelligen. Ich habe eine Idee. Das habe ich gerade gespielt, also muss ich das auch nicht nochmal spielen. Oh Gott, das geht doch mal. Oh. Ja, übrigens, draußen ist strahlend blauer Himmel, irgendwas mit 20 Grad. Das erste Mal in diesem Jahr. Ich zock. Ja, das ist peinlich. Echt. So, ich werde es jetzt... Ich werde mich hassen, wenn... Ehrlich. Also wenn das jetzt ein... Kind-Link-Tempel irgendwas ist, dann will ich nicht. Im aller Übrigen, eigentlich müssen wir noch 2 Tempel machen, denn einen Weißen hatten wir von Anfang an, nämlich den großen, fetten, alten Opa.
der ganz sympathisch war und es alles erklärt hat, dass wir 7 Jahre älter sind.